Wir sind heute auf Mission, und zwar auf Mission Agritechnica. Und dafür sind wir beim Gemüsering Jessen und wir werden auch schon erwartet. Moin, ich bin Freya. Moin, Felix. Hallo Felix. Kannst du einmal sagen, was du hier machst? Ja, also ich bin der Felix. Ich bin hier Betriebsleiter beim Gemüsering Jessen. Und wir bauen hier hauptsächlich Möhren an. Wir arbeiten mit vielen Landwirten hier in der Region zusammen, von denen wir uns jedes Jahr Flächen zupachten, damit wir die Fruchtfolge einhalten. Und alle Möhren, die wir hier anbauen, verpacken wir, also bereiten wir auf und verpacken wir hier am Standort in Jessen. Mhm. Und hier im Hintergrund glitzert jetzt schon so ein bisschen was, der Diamant 18 mit Flexpack. Hast du den irgendwo noch im Einsatz? Nein, leider nicht mehr. Wir sind seit 2 Wochen schon fertig mit Flügen. Aber wenn du möchtest, können wir gerne mal raus aufs Feld und uns angucken, wie er gearbeitet hat. Ja, super gerne. Dann lass uns los, oder? Dann los. Wir sind jetzt hier auf dem Schlag, wo du als letztes gepflügt hast. Die letzte Fläche, die noch nicht weiter bearbeitet ist. Das heißt, hier sehen wir jetzt noch die Spuren vom Packer vom Pflug, richtig? Genau. Hier kann man super sehen, also vor 2 Wochen ungefähr haben wir hier gepflügt. Ne? Ja. Man kann auch super sehen, die Packerspuren, wie der Packer alles rückverfestigt hat. Wir haben ja den neuen Lampenpflug mit Flexpack. Uns ist es halt wichtig, gerade bei den sandigen Böden eine leichte Rückverdichtung zu haben, ohne den großen Aufwand, den Packer hinterherfahren zu müssen, den Packer zu fangen und so weiter. So hat man den Packer immer dabei und wir haben eine leichte Rückverfestigung. Gerade bei unserer Region, hier ist es trocken und wir haben viel Wind. Wir haben ja weniger Verwehung, das kann man super sehen hier. Ja. Und was ist das Besondere am Flexpack? Der ist quasi am Flug dabei, aber gibt es noch eine Besonderheit? Genau, der ist am Flug dabei, ist relativ leicht. Er ist für unsere Böden optimal, er sinkt nicht zu stark ein auf den Sand. Ne? Für schwere Böden ist er eher nicht so geeignet. Ja. Und es ist ein Vario-Flug, also du kannst den Flug verstellen und der Packer verstellt es dann gleichzeitig. Genau, das ist auch noch eine Besonderheit. Vario-Flug und der verstellbare Packer. Ne? Egal welche Größe man gerade oder welche Schnittbreite man wählt, der Packer macht das Gleiche. Und warum ist der Flug allgemein für euch hier so wichtig? Wir bauen viel Möhren an. Also zu den Sonderkulturen pflügen wir alles. Erstmal, um einen sauberen Tisch zu haben. Wir haben natürlich durch das Pflügen eine verzögerte Unkraut auf, oder das Unkraut läuft verzögert auf. Ne? Dadurch bleibt der Acker länger sauber. Und natürlich die Struktur. Ne? Wir brauchen einen lockeren Boden. Wir pflügen meist auf 30 cm Tiefe, ne? Damit die Möhre schön einwurzeln kann. Ja. Weil die Möhre braucht es relativ fein. Nach dem Pflügen kommen wir mit der Kreiselegge, kreiseln das nochmal durch. Und dann formen wir unsere Beete mit der 6 Meter Beetfräse, damit wir da optimale Bedingungen haben für die Möhre. Ja. Und apropos lockerer Boden, wollen wir nicht mal kurz in den Boden reingucken? Ja, na klar. Da kommt sowas geflogen. Das ist ja richtig locker. Und man sieht auch durch den Flexpack, wir haben wenig Verdunstung, da die Erde rückverfestigt ist. Es ist immer noch Feuchtigkeit da. Ja. Und gerade bei Sandböden ja total wichtig, ne? Ja. Den sandigen Boden ist für uns, oder der sandige Boden ist für uns genau wichtig, weil wir ernten bis in den März hinein die Möhren. Mhm. Dadurch brauchen wir Böden, die relativ sandig sind und immer befahrbar sind. Ja. Der Boden ist ja hier jetzt schon relativ feinkrümelig, aber ihr müsst trotzdem noch mit der Kreiselegge und mit der Beetfräse da rüberfahren, damit das feine Möhrensaatgut wirklich gut aufläuft. Hast du denn da schon irgendeine Fläche, wo wir uns das mal anschauen können, wo die Möhren schon stehen? Ja, na klar. Können wir gerne mal hinfahren. Wollen wir uns angucken? Ja. Sehr schön. Wir stehen jetzt da hier in den Möhren. Wollen wir mal reingucken? Ja, na klar. Oh, richtig schick. Super Möhren. Und da siehst du, wie wichtig das ist, wenn wir tief pflügen und das Saatbett schön fein machen mit der Beetfräse, damit die Möhren wirklich schön gerade werden. Ja. Und es ist auch zum Drillen super wichtig, dass das Saatbett sehr fein ist, weil das Möhrensaatgut auch sehr genau, klein ist. Genau, das Möhrensaatgut ist sehr klein. Wir drillen in 1,5 bis 2 cm Tiefe und wir haben eine Aussaatstärke ungefähr von 1,2 bis knapp 2 Millionen, je nach Jahreszeit. Fast 2 Millionen, das muss man sich auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen, ne? Ja. Ja. Und nochmal zurück zum Flug. Wie viel Hektar habt ihr denn eigentlich jetzt mit dem hier gemacht? Wir haben mit dem Flug jetzt in diesem Jahr knapp 450 Hektar gepflügt. Ist das eure ganze Möhrenfläche? Das ist unsere ganze Möhrenfläche. Würdest du sagen, dass der Flug auf Agritechnica stehen darf? Ja, auf jeden Fall. Also, Mission Agritechnica approved.